Frau Wagenknecht, was sieht der Bürger von den 6,2 Milliarden, die Schäuble Überschuss hat? Ja, da wir relativ wenig mitzureden haben in der Frage, was er davon sieht, sieht er auch nicht viel davon. Also ich fand das sehr bezeichnend, dass Herr Oppermann und auch Herr Kauder davon gesprochen haben, dass mehr investiert wird. Die Realität ist eine andere. Der Anteil der staatlichen Investitionen geht immer mehr zurück an der Wirtschaftsleistung. Wir haben ein chronisch unterfinanziertes Bildungssystem. Wir haben katastrophale Zustände in vielen Pflegeheimen und Krankenhäusern. Da sollte das Geld wirklich investiert werden. Steuerüberschuss, über 6 Milliarden. Was sieht der Bürger davon? Was sollte er sehen, Frau Petri? Na, wir würden es gerne entscheiden. Wenn wir im Bundestag sind und Entscheidungen dazu treffen können, dann möchten wir in der Tat vor allen Dingen die entlasten, die am meisten belastet sind. Das sind die Familien. Wir möchten das Geld den Familien zurückgeben. Wir fordern, wie schon lange in der Politik diskutiert, das Familiensplitting. Und ansonsten gehört die kalte Progression abgeschafft. Waren noch 2 Sekunden übrig, aber niemand muss ja alle Sekunden mitnehmen. Es muss ja die Frage erlaubt sein, wenn die Opposition im Deutschen Bundestag das schon nicht macht, muss die Frage doch erlaubt sein, warum vor den Wahlen die CDU-CSU dreimal eine Steuersenkung angekündigt hat, vor den letzten 3 Bundestagswahlen, die nicht gekommen ist. Und auch jetzt beide Parteien der Großen Koalition trotz eines Haushaltsüberschusses nur von Entlastungen nach dem Wahltag sprechen. Wenn ihr glaubwürdig sein wollt, dann müsst ihr in diesem Jahr damit anfangen. Wir haben jetzt die Inflation, die zurückkommt, Krankenversicherungsbeiträge steigen, der Staat schwimmt im Geld und bei den Bürgern wird es knapper. Jetzt ist mal der Zeitpunkt gekommen, den guten Worten Taten Herr Lindner, Sie wissen ganz genau, dass das Gerede vom der Staat schwimmt im Geld natürlich an ganz bestimmten Konditionen hängt. Also dass es überhaupt einen Überschuss gibt, hat ganz unmittelbar mit der Zinspolitik von Herrn Draghi zu tun. So ist es. Und darunter leiden die Bürger. Ja, aber genau deswegen wollen wir das ja vielleicht nicht in alle Zukunft sofort schreiben. Also wenn man jetzt schöne große Steuersenkungen pauschal macht, dann hat man in relativ kurzer Zeit wieder hohe Schulden. So, wenn sich die Zinsen endlich normalisieren. Und ich finde das Zweite, was ich auch entscheidend finde, ich will gar nicht nur über diese 6 Milliarden reden. Wenn wir über Entlastungen reden, und ich finde Entlastungen sind dringend notwendig, wenn ich mir angucke, dass inzwischen 80% des gesamten Steueraufkommens aus der Lohnsteuer und aus den Verbrauchssteuern kommt, dann ist klar, die arbeitende Mitte und die Ärmeren als Verbraucher zahlen den größten Teil der Steuern. Also wenn wir endlich eine Politik hätten, die den Mut hätte, Konzerne ordentlich zu besteuern, große Vermögen zu besteuern, dann könnten wir entlasten und trotzdem in Bildung, in Krankenhäuser, in viele andere Dinge investieren. Und das ist doch das, was eigentlich notwendig wäre. Und ich frage mich, warum das nie gemacht wird und leider sich eben auch die SPD dafür entscheidet. Also ich will mal darauf hinweisen, einen Satz. Auch wenn wir in postfaktischen Zeiten leben, das war jetzt postfaktisch, darauf hinweisen, dass wir die Mittelschicht die Steuern zahlt. Nämlich jetzt Steuer entlasten, kann man das tun? Wann kann man das tun, Frau Petri? Naja, getan hätte es schon lange werden müssen. Und es ist wieder mal typisch, wenn Bundestagswahlen anstehen, dass plötzlich vermeintliche Steuergeschenke verteilt werden. Das kann man ja aus der Lage ihrer Parteien durchaus verstehen. Sie haben alle noch mehr zu verlieren im Gegensatz zur AfD. Aber dann lassen Sie uns doch mal über die Zahlen reden, die allein der Bund, Herr Kauder, Herr Oppermann, durch die Zinsersparnis aktuell spart. Und da reden wir nicht über 6 Milliarden, da reden wir über 40 Milliarden jährlich. Wo sind denn also die verbliebenen 34 Milliarden? Und schauen wir hin, wo Bund und Länder Geld hingezahlt haben in diesen Jahren und in den kommenden Jahren aufgrund der katastrophalen Migrationspolitik ihrer Regierung und vorangegangener Regierung zahlen müssen. Und da wird das Ganze wieder zu einer Verschaukelung des Bürgers. Das Problem ist viel zu ernst. Und dass Sie jetzt die Familienanbringer auch meinen, wunderbar, kommen Sie relativ spät drauf. Wir haben seit Jahrzehnten ein demografisches Ungleichgewicht. Und die Diskussion um das Familiensplitting, die ist nicht ganz so alt, aber fast so alt. Und jetzt vor der Wahl fällt es Ihnen ein. Bin gespannt, ob Sie es nach der Wahl wirklich umsetzen. Und im Übrigen auch Ihre uralte Forderung, Herr Kauder, nach der Steuer, nach dem Steuersystem auf dem Bierdeckel. Wo ist es denn geblieben? Sie haben es alle nicht umgesetzt, obwohl Fachleute parteiübergreifend, Wissenschaftler im Heidelberger Arbeitskreis dazu viele, viele Vorschläge erarbeitet haben. Insofern, Sie machen das, was Sie immer machen vor der Wahl. Das reicht aber nicht, weil es uns in der Tat über die nächsten Jahre nicht hinwegtragen wird. Denn wir hoffen ja, dass wir irgendwann mal wieder Zinsen auf unsere Guthaben bezahlt bekommen. Und dann kommt der Staat in große Schwierigkeiten. Und das, was Sie dann an Steuerbremse oder Schuldenbremse drin haben, den Bürgern vorgaukeln, damit können die Staatsschulden bezahlt werden. Auch das ist nicht wahr, denn wir wissen, es sind weit mehr als 2,2 Billionen. Jetzt wäre also der
Zeitpunkt, um endlich systematisch eine große Steuer- und Sozialreform anzugehen. Und dazu sind Sie weiter nicht bereit. Wann, wenn nicht jetzt, soll man überhaupt noch einmal daran denken, auch die Belastungsgrenze der Bürger in den Blick zu nehmen? Und das ist auch eine Frage der Glaubwürdigkeit. Es ist zugesagt worden von allen Parteien, dass der Solidaritätszuschlag im Jahr 2019 entfällt. Und das auch umzusetzen, ist eine Frage der ökonomischen Klugheit und zugleich auch der politischen Ehrlichkeit. Denn Zusagen, auf die muss man sich verlassen können. Aber ich muss mal sagen, ich finde diese Debatte, so wie sie jetzt geführt wird, bist du für oder gegen Steuererhöhungen oder bist du für oder gegen Steuersenkungen? Völlig absurd. Es geht nicht allgemein darum, Steuererhöhungen oder Senkungen. Könnte eine Wahlentscheidung beeinflussen. Ja, aber möchten Sie nicht wissen, zum Beispiel, wenn Sie das Kreuz bei der Linkspartei machen? Welche Steuern man erhöht und welche Steuern man senkt, das ist doch eine ganz andere Frage. Und dass Herr Kauder stolz darauf ist, dass er beispielsweise in seiner Regierungszeit oder seine Partei nicht dazu beigetragen hat, dass endlich diese unsägliche Steuerausweichung großer Unternehmen, wo Apple beispielsweise also ein Steuersatz hat von 0,005%, dass er dem keinen Riegel vorgeschoben hat, weil das wäre ja eine Steuererhöhung. Also, dass er darauf noch stolzer ist, finde ich einen Skandal. Und ich finde es genauso skandalös, dass es eben keine Besteuerung großer Erbschaften, großer Vermögen gibt. Das wäre dringend notwendig. Insoweit pauschal, wir sind für oder gegen Steuererhöhungen, das ist Quatsch. Man muss gucken, über welche Steuern wir reden. Da sollte man Verbrauchsteuern senken, Steuern auf die arbeitende Mitte senken. Aber bei den Reichen finde ich es durchaus angemessen, mehr Steuern und mehr Einnahmen zu generieren. Das wäre längst Aufgabe. Auch Christian Lindner von der FDP beklagt, dass große Konzerne sich einen schlanken Fuß machen in Deutschland. Und hier sehe ich eine Gemeinsamkeit mit der Linkspartei und der FDP. Ist Ihnen das unangenehm, Frau Wagenknecht? Also ich freue mich über jeden, der uns dabei unterstützt, die Konzerne daran zu hindern, dass sie kaum noch Steuern zahlen. Welche nur, ich meine, die FDP hat in der letzten Legislatur regiert. Da hätte man was machen können. Aber und natürlich das kann man ich, etwas will ich Sie machen. Gerne auf, zwar, will ich Sie gerne aufklären, Frau Wagenknecht. Warum Sie nichts gemacht haben? Nein, dass Apple jetzt in Irland 13 Milliarden Euro zahlen muss. Wer hat das denn auf den Weg gebracht? Meine Parteifreundin, die EU-Wettbewerbskommissarin. Frau Petri, natürlich. Dann haben sich alle gestritten. Ein Armutszeugnis. Alle haben sich gestritten und Herr Lindner hat jetzt, glaube ich, Steine sind auch nicht besser. Ganz kurz Zeit. Herr Kauder, ich würde ganz gerne auch was gerade rücken, weil es, glaube ich, wichtig ist. Die Kommunen, denen haben Sie Geld gegeben, das mussten Sie auch. Und Sie wissen ganz genau, warum. Weil Sie ihnen auch seit spätestens 2014 und 2015 unglaubliche Lasten aufgebürdet haben, die sie alleine nicht mehr tragen konnten. Also jetzt so zu tun, als hätten sie ihnen Wohltaten verabreicht, die den Bürgern, den Kindern, den Jugendlichen, den Alten zugutekommen. Wollten Sie den Begriff Flüchtling gerade vermeiden? Nö, will ich gar nicht. Aber was meinen Sie mit Lasten, die 14, 15? Es sind die Migrationskosten, die vor allen Dingen in den Kommunen aufschlagen. Und wenn Sie alle jetzt versuchen, sich bei den Steuern ein schönes Antlitz zu geben, dann müssen Sie gleichzeitig sagen, dass die Abgaben, dass die Kosten Sozialversicherung weiter steigen. Und den Bürgern ist es am Ende egal, das wissen sie ganz genau, ob da Steuer, Lohnsteuer oder Krankenversicherung oder Rentenversicherung drüber steht. Am Ende geht es vom Bruttoeinkommen ab, das ist nicht gestiegen. Und es ist Einkommensgruppen, die Sie alle plötzlich entlasten wollen, das sind genau die der Mittelstand, die in den vergangenen Jahren immer mehr gezahlt haben. Und im Übrigen, Frau Wagenknecht, noch eins, ich weiß ja, das ist Dissens zwischen uns und Ihr Lieblingsthema. Wissen Sie, es gibt wissenschaftliche Erhebungen darüber, dass die von Ihnen geforderte Erbschaftssteuer, die die AfD in der Tat gern abschaffen möchte, nichts zur Umverteilungsgerechtigkeit beiträgt. Sie trägt nicht dazu bei und sie schädigt den Mittelstand. Und vielleicht ganz letzter Satz zu Herrn Lindner und zu all denjenigen, die jetzt plötzlich die Großindustrie besteuern wollen und es vorher jahrelang nicht gemacht haben. Und sie hätten diverse von Ihnen diejenigen, die eben im Ausland ihre Gewinne geringer versteuern, als sie es im Inland tun müssten, dann tun Sie doch was dafür, dass die Diskrepanz zwischen der Behandlung des Mittelstandes und den Großunternehmen getan wird. Da hatten Sie genug Gelegenheit. Stattdessen reiten Sie auf TTIP und CETA herum, obwohl das genau die Abkommen sind, die dem Mittelstand in Deutschland schaden. Frau Petri, ich wollte das nur, wissen Sie ganz genau, Herr Kauder, aber es tut weh, das kann ich verstehen. Frau Petri, 77% der AfD-Wähler finden laut ARD Deutschland-Trend, dass es in Deutschland eher ungerecht zugeht. 77% ihrer Wähler. Wäre da eine Vermögenssteuer aus Ihrer Sicht eine Gelegenheit, für mehr Gerechtigkeit zu sorgen?
Die 77% liegen übrigens unabhängig von der AfD im deutschlandweiten Trend. Es gibt eine Überhebung, dass am Ende 80% der Leute glauben, Deutschland sei ungerecht. Ja. Ja, ja, aber das nur, weil sie das als AfD-Zahl repräsentieren. Die AfD möchte in der Tat die Vermögenssteuer abschaffen, genauso wie die Erbschaftssteuer. De facto ist die Vermögenssteuer... Gibt's ja nicht. Wir haben keine, die sie abschaffen können. Entschuldigung, das ist die ja Vermögenssteuer das ist de facto ist ausgesetzt, ja. Dann ist sie de facto schon weg und Erhebungen zeigen, dass sie in der Tat auch bei den hohen Erhebungskosten relativ wenig bringt. Deswegen möchten wir sie tatsächlich komplett abschaffen. Und was ist mit der Erbschaftssteuer? Ja, wir haben beschlossen, dass wir die Erbschaftssteuer komplett abschaffen möchten. Es gibt hier eine Erbschaftssteuerreform. Ich glaube, bei Ihnen geht gerade was durcheinander. Ja, also nee. Vermögenssteuer, Sie wollen beides. Ja, das ist relativ klar verständlich im AfD-Programm, dass wir beides abschaffen möchten. Es hat eine Erbschaftssteuerreform gegeben, die halten wir für nicht zielführend, weil sie gerade wieder den Mittelstand belastet. Das proklamieren auch die Familienunternehmen. Und in der Tat sind wir der Meinung, dass beides als Substanzsteuern nicht hilft. Und wie ich es gerade schon ausgeführt habe, das lässt sich auch wissenschaftlich nachweisen, dass die Erbschaftssteuer am Ende nicht zur Verteilungsgerechtigkeit beiträgt. Das wird im politischen Diskurs aber häufig übersehen. Frau Wagenknecht, die Vermögenssteuer, Sie erinnern sich, ist abgeschafft worden, weil ja sehr schwer zu unterscheiden ist, was ist zum Beispiel bei einem privaten Unternehmer, Herr Lindner hat es angesprochen, bei mittelständischen Unternehmern, was ist da das private Vermögen und was gehört zum Betrieb? Haben Sie da eine Lösung parat, wenn Sie so auf die Vermögenssteuer pochen, die der SPD-Chef als dreimal auf die Nase gefallen, wir lassen es sein, tituliert hat? Also sicherlich wäre es nicht verfassungskonform, wenn man Betriebsvermögen komplett rausnimmt. Aber natürlich kann man bei Betriebsvermögen höhere Freibeträge machen. Oder man kann beispielsweise anbieten. Also es gibt ja verantwortungsbewusste Unternehmerinnen und Unternehmer, die haben Teile ihres Betriebes auch in Stiftungsvermögen überführt. Das wäre ja dann nicht betroffen. Also da gibt es viele Varianten. Aber ich will noch mal sagen, also mit Neiddebatte hat das überhaupt nichts zu tun. Wenn man anspricht, dass die soziale Kluft immer größer wird. Und man muss sich einfach mal ansehen, die Vermögen der Multimillionäre und Milliardäre wachsen jetzt seit Jahren um 8 bis 10% im Jahr. Jedes Jahr ist das das Plus. Das heißt, wir Linken mit unserer bescheidenen 5%-Forderung würden noch nicht mal den Zuwachs der Vermögen der Reichsten sozusagen damit aufheben, geschweige denn würden wir das sozusagen, was eigentlich notwendig wäre, komplett umverteilen. Aber man muss doch etwas dagegen tun, dass sich immer mehr Vermögen in den Händen von immer weniger Leuten konzentriert. Das ist mit Demokratie wirklich nicht Sie vereinbar. Sie behaupten das so steil. Darf ich Sie mal mit einer Zahl konfrontieren? Es ist sehr schwer, das gebe ich zu, Vermögen zu gewichten und sich da valide Zahlen zu besorgen. Wir haben das versucht und sind auf diese von uns auch überprüfte Zahl nochmal gekommen. Da hat sich gar nicht so viel geändert. Das ist sicher nicht gut, aber es ist nicht so, dass sich das dramatisch geändert hätte. Seit fast 15 Jahren sind die Zahlen nahezu unverändert. Die reichsten 10% in Deutschland besitzen fast 60% des gesamten Vermögens. Die unteren 50% besitzen insgesamt 2,5% des Vermögens. Aber Herr Blasbeck, da müssen Sie dazu sagen, welche Stichproben das sind. Das ist nämlich die Einkommens- und Verbrauchsstichprobe und das SOIP. Das heißt, das sind Panelbefragungen. Und man weiß, das ist bekannt, dass die Allerreichsten, also die oberen 1%, die wirklich die Multimillionäre sind, die sind da nicht drin, weil die gar nicht erfasst werden statistisch. Und deswegen sind natürlich diese Zahlen, sag mal, die beschreiben so die breite Vermögensverteilung, aber sie beschreiben nicht, was sich an der Spitze konzentriert. Da gibt es andere Untersuchungen, die wirklich die Reichsten drin haben. Und da kommen sie zu ganz anderen Vermögenskonzentrationen. Darf ich eine Frage nur stellen? Frau Wagenknecht, das, was Sie vorschlagen, hat doch die französische Regierung unter Herrn Hollande auch tun wollen. Und das Ergebnis dort war doch, Gérard Depardieu, der Schauspieler, wurde Russe und die französische Wirtschaft ist zusammengebrochen. Wieso lernen Sie nicht von dem französischen Beispiel? Also erstens ging es da überhaupt nicht um Vermögensbesteuerung, sondern um Einkommensbesteuerung. Sollte man schon eigentlich als FDP-Politiker unterscheiden. Das ist nicht ganz und das Zweite ist, natürlich kann man zum Beispiel verhindern, dass sich Leute dadurch um Steuern drücken, dass sie ins Ausland gehen, wenn wir hier ein Steuerrecht hätten. Ja. Nein, wenn wir hier ein Steuerrecht hätten wie die Vereinigten Staaten. In den Vereinigten Staaten muss jeder Staatsbürger amerikanische Steuern zahlen. Wenn er ins Ausland geht, dort weniger Steuern hat, muss er die Differenz in den USA zahlen. Also warum machen wir sowas nicht? Statt immer zu sagen, wir müssen die Mittelschicht belasten, weil die kann nicht weg. Und die wirklich Reichen, die machen sich einen schlanken Fuß. Also ich finde das unmöglich. Erbschaftssteuer komplett abschaffen wie Frau Petri, halte ich für ungerecht. Mein Vorschlag, warum machen wir nicht Verzicht auf die Vermögenssteuer, aber wir behalten die Erbschaftssteuer bei? Keine Ausnahmen. Ob es betriebliches oder privates Vermögen ist,
keine Ausnahmen. Dafür ein niedriger Steuersatz, 10% auf betriebliches und privates Vermögen. Das muss gezahlt werden, ist ja dann einmal pro Generation. Man kann das innerhalb eines Jahrzehnts an den Staat überweisen. Das wäre gerecht, das wäre unbürokratisch, das wäre ein Beitrag zur Finanzierung des Gemeinwesens und kein mittelständisches Unternehmen würde dadurch in die Knie gehen. Ich denke, so eine einfache Lösung kann manchmal die beste und die gerechteste sein. Das würde ich gerne aufnehmen. Das würde ich gerne aufnehmen, Herr Lindner. Und vielleicht darf ich das Zitat auch verwenden. Einfach und transparent ist die gerechteste Lösung. Das ist fast schon populistisch. Sie waren echt gut. Aber eines haben alle jetzt... Das können Sie ja gut beurteilen, was populistisch gemacht. Ist. Genau. Wissen Sie, das ist sogar gut. Das ist sogar gut so. Aber eines haben Sie alle wieder gemacht. Sie haben darüber geredet, Herr Oppermann, besonders Sie mit dem höheren Steuersatz. Sie reden immer davon, wie man noch mehr nehmen kann. Herr Lindner, das haben Sie auch gemacht. Und von den Grünen und von den Linken haben wir das... gemacht? Naja, die Erbschaftssteuer nicht abschaffen, sondern ohne Ausnahmen zu nehmen. Das ist ja gerade das, was wir nicht möchten, zumal sich eben erwiesen hat, dass es keine Verteilungsgerechtigkeit dabei gibt. Aber das Entscheidende ist doch nicht, dass der Staat immer mehr nimmt, was er die vergangenen Jahre und Jahrzehnte sowieso gemacht hat, sondern die Frage ist, wo der Staat auch sparen kann. Und darüber sagen Sie alle wieder einmal nichts. Das heißt, es geht immer nur darum, immer noch mehr einzunehmen. Und dabei bleibt, naja gut, Fehlausgaben leistet der Staat an mancher Stelle. Und wir können auch gern, wenn Sie das Thema Migration, weil es Ihnen wehtut, nicht nehmen. Wir können auch die Energiewende nehmen. Auch da wird der Bürger über Abgaben extrem belastet. Das ist aber nicht der Haushalt, Frau Petri. Entschuldigung, wollen wir doch mal darüber reden, was bei den Leuten im Portemonnaie ankommt oder nicht ankommt. Aber das ist dann nicht der Staatshaushalt. Dann können Sie die irrsinnigen Kosten für die Energiewende nicht außen vor nehmen. Ich weiß ja nicht, wo Sie leben, Herr Lindner. Frau Petri, das stimmt. Es geht doch nur um den Staatshaushalt. Lassen Sie doch zu Ende formulieren. Bin auch gleich fertig damit. Das heißt, all diese zusätzlichen Abgaben, die Doppelbesteuerung, die durch Ökosteuer und dergleichen zustande gekommen sind. Das ist doch das, was zusätzlich zur Einkommensteuer seit Jahren für die Bürger immer mehr wird. Das lassen Sie alle ganz gerne an den Tisch fallen. Und deswegen, Frau Wagenknecht, wir hatten uns zu dem Thema schon mal ausgetauscht. Die 53%, die Sie haben wollen, die klingen auf dem Papier schön. Aber ein transparentes Steuersystem würde verhindern, dass so viele, die eigentlich den Steuersatz zahlen müssten, ihn am Ende tatsächlich nicht zahlen. Und deswegen sollten wir vom Grunde auf anfangen. Wir brauchen ein einfaches und transparentes und verständliches Steuersystem mit möglichst wenigen Ausnahmen. Das ist die größte Gerechtigkeit, die Sie den Steuerzahlern geben können. Und darüber reden wir heute Abend hier bei Ihnen jedenfalls nicht. Darüber würden wir aber ganz gern reden und werden das tun. Brigitte. Es britzelt, wie du so schön gesagt hast, auch bei unseren Zuschauern. Und man kann in diesem Superwahljahr 2017 einen sehr verschiedenen Blick auf unser Land haben. Und zwei Meinungen möchte ich beginnen, die das vielleicht verdeutlichen. Eine E-Mail von Hans-Joachim Ladusch, er schreibt uns mit Blick auf mindestens drei Themen. Er sagt, die Sicherheitslage in Deutschland ist aufgrund der merkelschen Flüchtlingspolitik so schlecht wie nie. Besserung ist nicht in Sicht. Auch bei den Renten hat Frau Merkel ihre Zusage, die Renten in Ost und West bis 2020 anzugleichen, gebrochen. Und ein gerechtes Steuersystem gibt es nicht. Vielleicht aber doch auch ganz anders. Die Meinung von Helmut Petermann klingt nämlich so. Im Gästebuch schreibt er, uns allen geht es relativ gut. Wir erwirtschaften starke Exportüberschüsse, da die Welt Made in Germany vertraut. Für 2016 wurden sehr starke Steuereinnahmen generiert und. All das sind Punkte, über die wir uns freuen können, auf die Politiker stolz sein können. Lohnt es sich nicht, auch mal über Positives zu diskutieren? Das Thema Steuern, natürlich auch dazu gibt es ganz viele Meinungen bei unseren Zuschauern. Sie haben das parallel mit euch diskutiert und im Gästebuch hat Wolfgang Mücke geschrieben, eigentlich waren uns erhebliche Steuererleichterungen in dieser Legislaturperiode versprochen worden. Die fallen jetzt kleinlich aus, wenn sie überhaupt noch kommen. Der Grund sind die enormen direkten und indirekten Kosten der ungehemmten Zuwanderung. Steuersenkungen, gute Idee, nicht unbedingt. Unsere Zuschauerin Petra Gammersbach schreibt bei Facebook, Steuersenkungen sind die dümmste Variante, um Familien zu entlasten. Hier profitieren doch nur Besserverdiener und Familien mit nur einem Kind. Wer mehrere Kinder hat, zahlt ohnehin nur sehr wenig Steuern, aber reichlich Sozialabgaben. Und noch ein Tweet von Philipp Kranich zu diesem Thema. Er sagt, der Steuerüberschuss darf nicht zu Steuerentlastungen führen. Langfristig muss weiter in das Bildungssystem investiert werden. Ja, welche Parteien in diesem Jahr sind vielleicht dazu da, um eine Lösung zu finden für dieses Land, für die vielen Fragen? Alte Wege, alte Methoden. Manche Zuschauer sagen, haben unser Land vor die Wand gefahren. Dieser Meinung ist zum Beispiel Heinz-Peter Heilmann, der schreibt bei Facebook, und jetzt wird's sportlich,
Sportmetaphorisch gesprochen hat das alte politische Team versagt und es ist an der Zeit, einen Trainer mit neuen Methoden zu holen und die Mannschaft neu zu formieren und das möglichst schnell. Könnte das vielleicht eine relativ junge bundespolitische Partei sein, also die AfD? Auch dazu diskutieren unsere Zuschauer besonders bei Facebook. Und Isabel Gerke schreibt, die meisten Menschen können es sich gar nicht leisten, die AfD zu wählen, denn die AfD ist eine Partei der Reichen und Superreichen, die nichts, aber auch gar nichts von ihrem Reichtum abgeben wollen. Der nächste Prüfstein, und da gibt es wieder eine 20-Sekunden-Runde. Diesmal fängt Frau Petri an, aber erstmal gucken wir uns das Thema an. 20 Sekunden bei jedem, dann diskutieren wir. Frau Petri. Wenn irgendjemand in einem Land, egal in welchem, eine politische Verantwortung für die Geschicke eines Landes trägt, dann ist es die Regierung. Und da unsere Bundeskanzlerin dieses Land nach wie vor regiert, trägt sie selbstverständlich eine Mitverantwortung für all das, was im Rahmen der illegalen Migration und ungegründeter Grenzen geschehen ist und selbstverständlich auch für die Toten von Berlin. Frau Wagenknecht, Sie haben die Richtung mit vorgegeben, auch für diese Frage. Ja, also als wir im Dezember 2015 im Bundestag darüber debattiert haben, ob sich die Bundeswehr an dem völkerrechtswidrigen Krieg in Syrien beteiligen soll, haben wir als Linke gesagt, wer sich an solchen Kriegen beteiligt, der erhöht die Anschlagsgefahr in Deutschland. Und der islamistische Terrorismus ist nicht vom Himmel gefallen, er ist auch das Produkt von Kriegen und Kriegspolitik, selbstverständlich. Und daher die Mitschuld. Unter anderem. Also es gibt noch eine Reihe weiterer Faktoren, aber das ist ein ganz wichtiger Faktor. Und natürlich auch die Kooperation mit Regimen wie Saudi-Arabien oder Türkei, die solche Gruppen ja massiv stärken. Auch das ist Merkels Politik. Frau Petri, es gibt bei Hart aber fair keine Sippenhaft. Trotzdem kann ich Ihnen diese Frage nicht ersparen. Finden Sie den Tweet, den wir eben gezeigt haben, des NRW-Landesvorsitzenden Markus Brezel heute noch angemessen, ein paar Minuten nach dem Anschlag zu twittern, es sind Merkels Tote? Naja, wenn Sie sagen, ein paar Minuten nach dem Anschlag, dann stimmt das nicht ganz, weil tatsächlich der durchaus einige Zeit nach dem erschien und man in ausländischen Medien... Exakt, ich gucke nochmal nach, 72 Minuten, ich muss nochmal nachgucken. Ja, genau, es war über eine Stunde, 73 es war über eine Stunde Minuten. Danach, es war über eine Stunde danach und zu diesem Zeitpunkt konnte man in ausländischen Medien bei CNN oder auch im polnischen Fernsehen schon längst Fakten lesen, die die deutschen Medien einfach nicht gebracht haben. Das ist sehr bedenklich. Damals hat das ZDF noch, Herr Plasberg, behauptet, es sei wohl der polnische Beifahrer gewesen, von dem man hinterher wusste, dass er ermordet wurde. Also, seien wir doch mal ehrlich, die deutschen Medien hingen aus welchem Grund auch immer mit der Berichterstattung tatsächlich hinterher. Was hat der Tweet 73 Minuten danach, es sind Merkels Tote, mit Spekulationen, die in Medien, ob das jetzt gut ist oder nicht, ist eine ganz andere Frage. Nein, es waren keine Spekulationen, das ist der Punkt. Und Sie haben doch gefragt, ob er wenige Minuten danach angemessen war. Darauf habe ich Ihnen geantwortet, dass es nicht um wenige Minuten ging, sondern um einen Ermittlungsstand, um einen Wissensstand zu diesem Zeitpunkt, der aus welchem Grund auch immer im Ausland deutlich besser war als am Ort des Geschehens. Worauf Sie aber eigentlich wollen, das will ich Ihnen gerne beantworten, ob der Duktus zu hart war, das ist ja Ihre eigentliche Frage. Und da sind wir wieder bei der Frage. Darf ich meine Frage noch selbst präzisieren, bevor Sie mich interpretieren? Dass etwas sachlich begründet oder unbegründet ist, darüber kann man streiten. Ich finde es relativ klar. Aber es gibt ja auch noch solche Faktoren wie Takt, wie Menschlichkeit, wie Mitgefühl. Zum Beispiel hatten die Angehörigen der Opfer noch gar keine Informationen. Die wussten vielleicht nur, da sind mein Bruder, meine Schwester auf dem Weihnachtsmarkt gewesen. Und dann rast ein Tweet durchs Internet, der von Merkels Toten spricht. Muss man da nicht sagen, da fehlt es an Takt, an Menschlichkeit, an Mitgefühl? Na, ich glaube, gerade die AfD hat in den Tagen danach gezeigt, dass wir im Gegensatz zur Bundesregierung sehr viel Mitgefühl für die Opfer gehabt haben. Wenn wir sehen, wie lange es gedauert hat, bis überhaupt die Bundesregierung sich dazu herabgelassen hat, sich auch mit den Opfern zu beschäftigen. Also ich glaube, Da sind wir uns, glaube ich, auch einig, dass hier die Opfer gerade in dem Fall des Berliner Anschlags die geringste Rolle gespielt haben. Da hätte die Bundesregierung nachlegen können. Wenn wir jetzt mal schauen wollen, wer noch so reagiert hat, dann schauen wir mal nach Bayern. Da hat Herr Söder, glaube ich, am nächsten Morgen, Herr Seehofer war es, Entschuldigung, etwas sehr Ähnliches gesagt, auch in harten Worten, hat politische Verantwortung zugewiesen, richtigerweise an Frau Merkel. Und insofern müssen wir uns doch fragen, wollen wir jetzt ehrlich miteinander sein? Und das sind wir den Opfern auf jeden Fall schuldig. Ich finde, das schlicht und ergreifend ist notwendig, denn wären wir ehrlicher gewesen,
gewesen, das ist mein letzter Satz, Herr Plasberg, dann wäre es gar nicht. Selber Journalisten, auszusperren und dann hier die große Worte führen. Denn das die ist auch nicht in Ordnung, das mal auch klar zu sagen. Ich weiß, dass es Ihnen wehtut und es tut uns allen weh. Die Sicherheitsbehörden warnen seit langem vor Anschlägen dieser Art, weil Ihre Politik dafür gesorgt hat, Herr Kauder, ich weiß, dass es Ihnen wehtut, aber auch Sie müssen den Satz gar nicht zu Ende was Sie sagen. Es tut Ihnen nicht weh. Mir tut es weh, dass die Politik Ihrer Regierung zu solchen Zuständen in Deutschland führt. Das sollte Ihnen wehtun. So, bevor wir die Zustände reden, mache ich einen letzten. Darf ich einfach gleich auf die Sache zurückkommen? Herr Kauder das Wort gegeben. Er hat noch mal sein gutes Recht. Dummen Vergleich oder die Diffamierung meiner Person, dass ich irgendwie in die AfD-Ecke gestellt werde, hier nochmal wiederholt. Also da möchte ich schon nochmal da was dazu sagen, weil ich finde wirklich, das ist eine Ungeheuerlichkeit. Also wer mein Zitat gelesen hat und wer mein Interview gelesen hat, wird ja wohl den deutlichen Unterschied zu derartigen Tweets wahrgenommen haben. Und deswegen finde ich es eine Unverschämtheit, ja auch wenn Sie hier grün-schwarz einig sind, ich finde es eine Unverschämtheit, mich in diese Ecke zu stellen. Emotionale Diskussionen gut, weil sie manchmal auch zu Bohrtiefe führen. Man muss es akustisch ausreden, ohne dass ich von Grün-Schwarz niedergebrüllt werde. Darf ich das nochmal zusammenfassen? Es sind Merkels Tote, hat Herr Pretzell, der NRW-Landesvorsitzende, getwittert. Sie haben auch von Merkels Mitschuld gesprochen, haben das ausführlich begründet. Nein, ich habe von einer vielschichtigen Mitverantwortung gesprochen. Und selbstverständlich haben Regierungschefs eine Mitverantwortung, gerade wenn sie Sicherheitsbehörden kleinsparen, wenn sie Kriegspolitik machen. Aber das, also ich meine, wir haben vorhin gesehen, in der Steuerpolitik, da gibt es also eine ganz massive Nähe von Frau Petri und Herrn Kauder, weil natürlich beide gegen Vermögens- und Erbschaftssteuer sind. Sollen wir uns jetzt hinstellen und sagen, ja gut, Herr Kauder, Sie sind AfD-nah. Ich finde, das ist einfach primitiv. Das ist keine kulturvolle Auseinandersetzung. Und ich wünsche mir, dass wir in der Sache uns auseinandersetzen. Ich glaube, die Menschen erwarten, dass wir auch über die Sache mal sprechen. Helena, Beschimpfungen hier Wahlkampf betreiben. Das hat ja Herr Tauber, hat ja übrigens auch zwei Personen dieser Runde in die AfD-Ecke gestellt. Herr Lindner hatte ja auch das Vergnügen, in der AfD-Ecke zu stehen. Also ich finde, das ist wirklich keine sinnvolle atmosphärische Runde bitte mal ab. Ich hätte da auch was dazu sagen, weil ich, egal ob man das jetzt richtig oder falsch findet, mit dem Fall Amri hat das nichts zu tun. Der hätte in Sicherungshaft genommen werden können. Das war ein nachweislicher Straftäter. Der hatte 14 Identitäten. Der hat Sozialbetrug in Größenordnung gemacht. Der hat mit Drogen gedealt. Also ja, es gab ganz viele Gründe, warum man ihn hätte inhaftieren können. Und das jetzt zusammen mit der anderen Frage zu verknüpfen, also ich finde, das ist einfach keine zielführende Diskussion. Die Frage war nur, was Sie zu diesem Beschluss sagen. Ist der zielführend oder nicht? Es ist völlig egal in der Konstellation, weil die Hälfte die Hälfte der Gefährder, die es in Deutschland gibt, die haben einen deutschen Pass, die kann man gar nicht abschieben. Also deswegen ist es einfach unsinnig, das miteinander zu vermischen. Halten Sie diesen Beschluss, niemand hat das getan, ich habe das völlig wertfrei gestellt. Sie haben es doch aufgerufen in dem Kontext. Sie haben ihn hergestellt, da bestehe ich jetzt einfach drauf. Halten Sie diesen Beschluss für zielführend, für sinnvoll? Würden Sie den wieder so machen? Also ich kommentiere hier nicht Beschlüsse der Berliner Koalition. Punkt. Das kann man dieses mit Nein beantworten. Ist korrumpiert und Sie haben es alle zu verantworten. Ja, aber ich meine, der Ausgangspunkt war doch, dass wir über innere Sicherheit reden wollten. Jetzt so zu tun, als ob das jetzt sozusagen die Hauptgefährdung der inneren Sicherheit ist, das Wir haben politische Beschlüsse, die vorliegen, genommen. Das ist das, an was wir uns als Journalisten halten können. Aber es wird immer suggeriert, dass man dadurch das haben wir auch getan. Vielen Dank. Ich glaube, wir sammeln gerade Stoff für eine neue Sendung und wir haben einigen Stoff für den Faktencheck morgen. Meine Freundin, die EU-Wettbewerbskommissarin. Frau Petri, natürlich. Alle haben sich gestritten und Herr Lindner hat jetzt noch. Steine sind auch nicht besser. Ganz kurz Zeit. Herr Kauder, ich würde ganz gerne auch was gerade rücken, weil es, glaube ich, wichtig ist. Die Kommunen, denen haben Sie Geld gegeben, ja, das mussten Sie auch. Und Sie wissen ganz genau, warum. Weil Sie ihnen auch seit spätestens 2014 und 2015 unglaubliche Lasten aufgebürdet haben, die sie alleine nicht mehr tragen konnten. Also jetzt so zu tun, als hätten sie ihnen Wohltaten verabreicht, die den Bürgern, den Kindern, den Jugendlichen, den Alten zugutekommen. Wollten Sie den Begriff Flüchtling gerade vermeiden? Nö, will ich gar nicht. Aber was meinen Sie mit Lasten, die 14, 15? Es sind die Migrationskosten, die vor allen Dingen in den Kommunen aufschlagen. Und wenn Sie alle jetzt versuchen, sich bei den Steuern ein schönes Antlitz zu geben, dann müssen Sie gleichzeitig sagen, dass die Abgaben, dass die Kosten Sozialversicherung weiter steigen. Und den Bürgern ist es am Ende egal, das wissen sie ganz genau, ob da Steuer, Lohnsteuer oder Krankenversicherung oder Rentenversicherung drüber steht. Am Ende
geht es vom Bruttoeinkommen ab. Das ist nicht gestiegen. Und es ist Einkommensgruppen, die Sie alle plötzlich entlasten wollen. Das sind genau die der Mittelstand, die in den vergangenen Jahren immer mehr gezahlt haben. Und im Übrigen, Frau Wagenknecht, noch eins. Ich weiß ja, das ist Dissens zwischen uns und Ihr Lieblingsthema. Wissen Sie, es gibt wissenschaftliche Erhebungen darüber, dass die von Ihnen geforderte Erbschaftssteuer, die die AfD in der Tat gern abschaffen möchte, nichts zur Umverteilungsgerechtigkeit beiträgt. Sie trägt nicht dazu bei und sie schädigt den Mittelstand. Und vielleicht das noch ganz kurz, ganz letzter Satz zu Herrn Lindner und zu all denjenigen, die jetzt plötzlich die Großindustrie besteuern wollen und es vorher jahrelang nicht gemacht haben. Und sie hätten diverse von Ihnen die Gelegenheit Großindustrie? Ich versuche nur zu präzisieren. Diejenigen, die eben also im Ausland ihre Gewinne geringer versteuern, als sie es im Inland tun müssten, dann tun Sie doch was dafür, dass die Diskrepanz zwischen der Behandlung des Mittelstandes und den Großunternehmen getan wird. Da hatten Sie genug Gelegenheit. Stattdessen reiten Sie auf TTIP und CETA herum, obwohl das genau die Abkommen sind, die dem Mittelstand in Deutschland schaden. Frau Petri, ich wollte das wissen Sie ganz genau, Herr Klauder, aber es tut weh, das kann ich verstehen. Frau Petri, 77% der AfD-Wähler finden laut ARD Deutschland-Trend, dass es in Deutschland eher ungerecht zugeht. 77% ihrer Wähler. Wäre da eine Vermögenssteuer aus Ihrer Sicht eine Gelegenheit, für mehr Gerechtigkeit zu sorgen? Die 77% liegen übrigens unabhängig von der AfD im deutschlandweiten Trend. Es gibt eine Überhebung, dass am Ende 80% der Leute glauben, Deutschland sei ungerecht. Ja, aber das nur, weil sie das als AfD-Zahl repräsentieren. Die AfD möchte in der Tat die Vermögenssteuer abschaffen, genauso wie die Erbschaftssteuer. De facto ist die Vermögenssteuer nicht. Wir haben keine, die Sie abschaffen können. Entschuldigung, die Vermögenssteuer ist de facto ausgesetzt, dann ist sie de facto schon weg und Erhebungen zeigen, dass sie in der Tat auch bei den hohen Erhebungskosten relativ wenig bringt. Deswegen möchten wir sie tatsächlich hören, weil sie gerade wieder den Mittelstand belastet. Das proklamieren auch die Familienunternehmen. Und in der Tat sind wir der Meinung, dass beides als Substanzsteuern nicht hilft. Und wie ich es gerade schon ausgeführt habe, das lässt sich auch wissenschaftlich nachweisen, dass die Erbschaftssteuer am Ende nicht zur Verteilungsgerechtigkeit beiträgt. Das wird im politischen Diskurs aber häufig übersehen. Frau Wagenknecht, die Vermögenssteuer, Sie erinnern sich, ist abgeschafft worden, weil ja sehr schwer zu unterscheiden ist, was ist zum Beispiel bei einem privaten Unternehmer, Herr Lindner hat es angesprochen, bei mittelständischen Unternehmern, was ist da das private Vermögen und was gehört zum Betrieb? Haben Sie da eine Lösung parat, wenn Sie so auf die Vermögenssteuer pochen, die der SPD-Chef als dreimal auf die Nase gefallen, wir lassen es sein, tituliert hat? Also sicherlich wäre es nicht verfassungskonform, wenn man Betriebsvermögen komplett rausnimmt. Aber natürlich kann man bei Betriebsvermögen höhere Freibeträge machen. Oder man kann beispielsweise anbieten. Also es gibt ja verantwortungsbewusste Unternehmerinnen und Unternehmer, die haben Teile ihres Betriebes auch in Stiftungsvermögen überführt. Das wäre ja dann nicht betroffen. Also da gibt es viele Varianten. Aber ich will noch mal sagen, also mit Neiddebatte hat das überhaupt nichts zu tun, wenn man anspricht, dass die soziale Kluft immer größer wird. Und man muss sich einfach mal ansehen, die Vermögen der Multimillionäre und Milliardäre wachsen jetzt seit Jahren um 8 bis 10% im Jahr. Jedes Jahr ist das das Plus. Das heißt, wir Linken mit unserer bescheidenen 5%-Forderung würden noch nicht mal den Zuwachs der Vermögen der Reichsten sozusagen damit aufheben, geschweige denn würden wir das sozusagen, was eigentlich notwendig wäre, komplett umverteilen. Aber man muss doch etwas dagegen tun, dass sich immer mehr Vermögen in den Händen von immer weniger Leuten konzentriert. Das ist mit Demokratie wirklich nicht Sie vereinbar. Sie behaupten das so steil. Darf ich Sie mal mit einer Zahl konfrontieren? Es ist sehr schwer, das gebe ich zu, Vermögen zu gewichten und sich da valide Zahlen zu besorgen. Wir haben das versucht und sind auf diese von uns auch überprüfte Zahl nochmal gekommen. Da hat sich gar nicht so viel geändert. Das ist sicher nicht gut, aber es ist nicht so, dass sich das dramatisch geändert hätte. Seit fast 15 Jahren sind die Zahlen nahezu unverändert. Die reichsten 10% in Deutschland besitzen fast 60% des gesamten Vermögens. Die unteren 50% besitzen insgesamt 2,5% des Vermögens. Aber Herr Plasbeck, da müssen Sie dazu sagen, welche Stichproben das sind. Das ist nämlich die Einkommens- und Verbrauchsstichprobe und das SOIP. Das heißt, das sind Panelbefragungen. Und man weiß, das ist bekannt, dass die Allerreichsten, also die oberen 1%, die wirklich die Multimillionäre sind, die sind da nicht drin, weil die gar nicht erfasst werden statistisch. Und deswegen sind natürlich diese Zahlen, sag mal, die beschreiben so die breite Vermögensverteilung. Aber sie beschreiben nicht, was sich an der Spitze konzentriert. Da gibt es andere Untersuchungen, die wirklich die Reichsten drin haben. Und da kommen sie zu ganz anderen Vermögenskonzentrationen. Darf ich eine Frage nur stellen? Frau Wagenknecht, das, was Sie vorschlagen, hat doch die französische Regierung unter Herrn... Ja, da wir...
relativ wenig mitzureden haben in der Frage, was er davon sieht, sieht er auch nicht viel davon. Also ich fand das sehr bezeichnend, dass Herr Oppermann und auch Herr Kauder davon gesprochen haben, dass mehr investiert wird. Die Realität ist eine andere. Der Anteil der staatlichen Investitionen geht immer mehr zurück an der Wirtschaftsleistung. Wir haben ein chronisch unterfinanziertes Bildungssystem. Wir haben katastrophale Zustände in vielen Pflegeheimen und Krankenhäusern. Da sollte das Geld wirklich investiert werden. Steuerüberschuss, über 6 Milliarden. Was sieht der Bürger davon? Was sollte er sehen, Frau Petri? Na, wir würden es gerne entscheiden. Wenn wir im Bundestag sind und Entscheidungen dazu treffen können, dann möchten wir in der Tat vor allem die entlasten, die am meisten belastet sind. Das sind die Familien. Wir möchten das Geld den Familien zurückgeben. Wir fordern, wie schon lange in der Politik diskutiert, das Familiensplitting. Und ansonsten gehört die kalte Progression abgeschafft. Waren noch 2 Sekunden übrig, aber niemand muss ja alle Sekunden mitnehmen. Entschuldigung, es muss ja die Frage erlaubt sein, wenn die Opposition im Deutschen Bundestag das schon nicht macht, muss die Frage doch erlaubt sein, warum vor den Wahlen die CDU-CSU dreimal eine Steuersenkung angekündigt hat, vor den letzten 3 Bundestagswahlen, die nicht gekommen ist. Und auch jetzt beide Parteien der Großen Koalition trotz eines Haushaltsüberschusses nur von Entlastungen nach dem Wahltag sprechen. Wenn ihr glaubwürdig sein wollt, dann müsst ihr in diesem Jahr damit anfangen. Wir haben jetzt die Inflation, die zurückkommt, Krankenversicherungsbeiträge steigen, der Staat schwimmt im Geld und bei den Bürgern wird es knapper. Jetzt ist mal der Zeitpunkt gekommen, den guten Worten Taten folgen zu lassen. Herr Lindner, Sie wissen ganz genau, dass das Gerede vom der Staat schwimmt im Geld natürlich an ganz bestimmten Konditionen hängt. Also, dass es überhaupt einen Überschuss gibt, hat ganz unmittelbar mit der Zinspolitik von Herrn Draghi zu tun. So ist es. Und darunter leiden die Bürger. Ja, aber genau deswegen wollen wir das ja vielleicht nicht in alle Zukunft so fortschreiben. Also, wenn man jetzt schöne große Steuersenkungen pauschal macht, dann hat man in relativ kurzer Zeit wieder hohe Schulden. So, wenn sich die Zinsen endlich normalisieren. Und ich finde das Zweite, was ich auch entscheidend finde, ich will gar nicht nur über diese 6 Milliarden reden. Wenn wir über Entlastungen reden, und ich finde, Entlastungen sind dringend notwendig, wenn ich mir angucke, dass inzwischen 80% des gesamten Steueraufkommens aus der Lohnsteuer und aus den Verbrauchssteuern kommt, dann ist klar, die arbeitende Mitte und die Ärmeren als Verbraucher zahlen den größten Teil der Steuern. Also wenn wir endlich eine Politik hätten, die den Mut hätte, Konzerne ordentlich zu besteuern, große Vermögen zu besteuern, dann könnten wir entlasten und trotzdem in Bildung, in Krankenhäuser, in viele andere Dinge investieren. Und das ist doch das, was eigentlich notwendig wäre. Und ich frage mich, warum das nie gemacht wird und leider sich eben auch die SPD dafür entscheidet. Also ich will mal darauf hinweisen, einen Satz. Auch wenn wir in postfaktischen Zeiten leben, Nämlich jetzt Steuer entlasten, kann man das tun? Wann kann man es tun, Frau Petri? Naja, getan hätte es schon lange. Freundin, die EU-Wettbewerbskommissarin. Frau Petri, natürlich. Alle haben sich gestritten und Herr Lindner hat jetzt, glaube ich, Steine sind auch nicht besser. Ganz kurz Zeit. Herr Kauder, ich würde ganz gerne auch was gerade rücken, weil es, glaube ich, wichtig ist. Die Kommunen, denen haben Sie Geld gegeben, ja, das mussten Sie auch. Und Sie wissen ganz genau, warum. Weil Sie ihnen auch seit spätestens 2014 und 2015 unglaubliche Lasten aufgebürdet haben, die sie alleine nicht mehr tragen konnten. Also jetzt so zu tun, als hätten sie ihnen Wohltaten verabreicht, die den Bürgern, den Kindern, den Jugendlichen, den Alten zugutekommen. Wollten Sie den Begriff Flüchtling gerade vermeiden? Nö, oder? Will ich gar nicht. Aber was meinen Sie mit Lasten, die 14, 15? Es sind die Migrationskosten, die vor allen Dingen in den Kommunen aufschlagen. Und wenn Sie alle jetzt versuchen, sich bei den Steuern ein schönes Antlitz zu geben, dann müssen Sie gleichzeitig sagen, dass die Abgaben, dass die Kosten Sozialversicherung weiter steigen. Und den Bürgern ist es am Ende egal, das wissen sie ganz genau, ob da Steuer, Lohnsteuer oder Krankenversicherung oder Rentenversicherung drüber steht. Ja. Am Ende geht es vom Bruttoeinkommen ab. Das ist nicht gestiegen. Und es ist Einkommensgruppen, die Sie alle plötzlich entlasten wollen, das sind genau die der Mittelstand, die in den vergangenen Jahren immer mehr gezahlt haben. Und im Übrigen, Frau Wagenknecht, noch eins, ich weiß ja, das ist Dissens zwischen uns und Ihr Lieblingsthema. Wissen Sie, es gibt wissenschaftliche Erhebungen darüber, dass die von Ihnen geforderte Erbschaftssteuer, die die AfD in der Tat gern abschaffen möchte, nichts zur Umverteilungsgerechtigkeit beiträgt. Sie trägt nicht dazu bei und sie schädigt den Mittelstand. Und vielleicht das noch ganz kurz, ganz letzter Satz zu Herrn Lindner und zu all denjenigen, die jetzt plötzlich die Großindustrie besteuern wollen und es vorher jahrelang nicht gemacht haben. Und sie hätten
diverse von Ihnen die Gelegenheit die Großindustrie? Gehabt, ich versuche nur zu präzisieren. Diejenigen, die eben also, im Ausland ihre Gewinne geringer versteuern, als sie es im Inland tun müssten, dann tun sie doch was dafür, dass die Diskrepanz zwischen der Behandlung des Mittelstandes und den Großunternehmen getan wird. Da hatten Sie genug Gelegenheit. Stattdessen reiten Sie auf TTIP und CETA herum, obwohl das genau die Abkommen sind, die dem Mittelstand in Deutschland schaden. Frau Petri, ich wollte das nur, wissen Sie ganz genau, Herr Kauder, aber es tut weh, das kann ich verstehen. Frau Petri, 77% der AfD-Wähler finden laut ARD Deutschland-Trend, dass es in Deutschland eher ungerecht zugeht. 77% ihrer Wähler. Wäre da eine Vermögenssteuer aus Ihrer Sicht eine Gelegenheit, für mehr Gerechtigkeit zu sorgen? Die 77% liegen übrigens unabhängig von der AfD im deutschlandweiten Trend. Es gibt eine Überhebung, dass am Ende 80% der Leute glauben, Deutschland sei ungerecht. Ja. Ja, aber das nur, weil sie das als AfD-Zahl repräsentieren. Die AfD möchte in der Tat die Vermögenssteuer abschaffen, genauso wie die Erbschaftssteuer. De facto ist die Vermögenssteuer nicht. Wir haben keine, die sie abschaffen können. Entschuldigung, das ist die ja Vermögenssteuer das ist de facto ist ausgesetzt, ja. Damit ist sie de facto schon weg und Erhebungen zeigen, dass sie in der Tat auch bei den hohen Erhebungskosten relativ wenig bringt. Deswegen möchten wir sie tatsächlich. Die Angehörigen der Opfer noch gar keine Informationen. Die wussten vielleicht nur, da sind mein Bruder, meine Schwester auf dem Weihnachtsmarkt gewesen und dann rast ein Tweet durchs Internet, der von Merkels Toten spricht. Muss man da nicht sagen, da fehlt es an Takt, an Menschlichkeit, an Mitgefühl? Na, ich glaube, gerade die AfD hat in den Tagen danach gezeigt, dass wir im Gegensatz zur Bundesregierung sehr viel Mitgefühl für die Opfer gehabt haben. Wenn wir sehen, wie lange es gedauert hat, bis überhaupt die Bundesregierung sich dazu herabgelassen hat, sich auch mit den Opfern zu beschäftigen. Also ich glaube, da sind wir uns, glaube ich, auch einig, dass hier die Opfer gerade in dem Fall des Berliner Anschlags die geringste Rolle gespielt haben. Da hätte die Bundesregierung nachlegen können. Wenn wir jetzt mal schauen wollen, wer noch so reagiert hat, dann schauen wir mal nach Bayern. Da hat Herr Söder, glaube ich, am nächsten Morgen, Herr Seehofer war es, Entschuldigung, etwas sehr Ähnliches gesagt, auch in harten Worten, hat politische Verantwortung zugewiesen, richtigerweise an Frau Merkel. Und insofern müssen wir uns doch fragen, wollen wir jetzt ehrlich miteinander sein? Und das sind wir den Opfern also, auf jeden Fall schuldig. Was und deswegen leide ich dabei. Ich finde das schlicht und ergreifend unerträglich, wie Sie hier argumentieren. Wären wir ehrlicher gewesen, das ist mein letzter Satz, Herr Plasberg, dann wäre es gar nicht. Selber Journalisten auszusperren und dann hier die große Worte führen, denn das ist auch nicht in Ordnung, das mal auch klar zu sagen. Ich weiß, dass es Ihnen wehtut und es tut uns allen weh. Die Sicherheitsbehörden warnen seit langem vor Anschlägen dieser Art, weil Ihre Politik dafür gesorgt hat, Herr Kauder, ich weiß, dass es Ihnen wehtut, aber auch Sie müssen den Satz gar nicht zu mehr, Ende was Sie sagen. Das ist gefährlich. Ich bin entsetzt über das, was Sie sagen. Das geht mir endlich da. Es tut Ihnen nicht weh, mir tut es weh, dass die Politik Ihrer Regierung zu solchen Zuständen in Deutschland führt. Die das sollte Menschen Ihnen wehtun. So, bevor wir über die Zustände reden, mache ich einen letzten... Darf ich einfach gleich auf die Sache zurückkommen? Herrn Kauder das Wort gegeben. Er hat noch mal sein wirklich plump dummen Vergleich oder die Diffamierung meiner Person, dass ich irgendwie in die AfD-Ecke gestellt werde, hier nochmal wiederholt. Also da möchte ich schon nochmal da was dazu sagen, weil ich finde wirklich, das ist eine Ungeheuerlichkeit. Also wer mein Zitat gelesen hat und wer mein Interview gelesen hat, wird ja wohl den deutlichen Unterschied zu derartigen Tweets wahrgenommen haben. Und deswegen finde ich es eine Unverschämtheit, ja auch wenn Sie hier grün-schwarz einig sind, ich finde es eine Unverschämtheit, mich in diese Ecke zu stellen. Emotionale Diskussionen gut, weil sie manchmal auch zu Bohrtiefe führen. Man muss es akustisch ausreden, ohne dass ich von grün-schwarz niedergebrüllt werde. Darf ich das noch mal zusammenfassen? Es sind Merkels Tote, hat Herr Prezell, der NRW-Landesvorsitzende, getwittert. Sie haben auch von Merkels Mitschuld gesprochen, haben das ausführlich begründet. Nein, ich habe von einer vielschichtigen Mitverantwortung gesprochen. Und selbstverständlich haben Regierungschefs eine Mitverantwortung, gerade wenn sie sich... Er schreibt bei Facebook, und jetzt wird es sportlich... Sport, metaphorisch gesprochen, hat das alte politische Team versagt und es ist an der Zeit, einen Trainer mit neuen Methoden zu holen und die Mannschaft neu zu formieren und das möglichst schnell. Könnte das vielleicht eine neue, eine relativ junge bundespolitische Partei sein, also die AfD? Auch dazu diskutieren unsere Zuschauer besonders bei Facebook. Und Isabel Gerke schreibt, die meisten Menschen können es sich gar nicht leisten, die AfD zu wählen, denn die AfD ist eine Partei der Reichen und Superreichen, die nichts, aber auch gar nichts von ihrem Reichtum abgeben wollen. Der nächste Prüfstein, und da gibt es wieder eine 20-Sekunden-Runde. Diesmal fängt Frau Petri an, aber erstmal gucken wir uns das Thema an.
20 Sekunden bei jedem, dann diskutieren wir. Frau Petri. Wenn irgendjemand in einem Land, egal in welchem, eine politische Verantwortung für die Geschicke eines Landes trägt, dann ist es die Regierung. Und da unsere Bundeskanzlerin dieses Land nach wie vor regiert, trägt sie selbstverständlich eine Mitverantwortung für all das, was im Rahmen der illegalen Migration und ungrundeter Grenzen geschehen ist und selbstverständlich auch für die Toten von Berlin. Frau Wagenknecht, Sie haben die Richtung mit vorgegeben, auch für diese Frage. Ja, also als wir im Dezember 2015 im Bundestag darüber debattiert haben, ob sich die Bundeswehr an dem völkerrechtswidrigen Krieg in Syrien beteiligen soll, haben wir als Linke gesagt, wer sich an solchen Kriegen beteiligt, der erhöht die Anschlagsgefahr in Deutschland. Und der islamistische Terrorismus ist nicht vom Himmel gefallen, er ist auch das Produkt von Kriegen und Kriegspolitik, selbstverständlich. Und daher die Mitschuld. Unter anderem. Also es gibt noch eine Reihe weiterer Faktoren, aber das ist ein ganz wichtiger Faktor. Und natürlich auch die Kooperation mit Regimen wie Saudi-Arabien oder Türkei, die solche Gruppen ja massiv stärken. Auch das ist Merkels Politik. Frau Petri, es gibt bei Hardaberfair keine Sippenhaft. Trotzdem kann ich Ihnen diese Frage nicht ersparen. Finden Sie den Tweet, den wir eben gezeigt haben, des NRW-Landesvorsitzenden Markus Brezel heute noch angemessen, ein paar Minuten nach dem Anschlag zu twittern, es sind Merkels Tote? Naja, wenn Sie sagen, ein paar Minuten nach dem Anschlag, dann stimmt das nicht ganz, weil tatsächlich der durchaus einige Zeit nachdem erschien und man in ausländischen Medien... Exakt, ich gucke nochmal nach, 72 Minuten, ich muss nochmal nachgucken. Ja, genau, es war über eine Stunde, 73 Minuten. Über eine Stunde also danach. Gut überlegt. Es war über eine Stunde danach und zu diesem Zeitpunkt konnte man in ausländischen Medien bei CNN oder auch im polnischen Fernsehen schon längst Fakten lesen, die die deutschen Medien einfach nicht gebracht haben. Das ist sehr bedenklich. Damals hat das ZDF noch, Herr Plasberg, behauptet, es sei wohl der polnische Beifahrer gewesen, von dem man hinterher wusste, dass er ermordet wurde. Also seien wir doch mal ehrlich, die deutschen Medien hingen aus welchem Grund auch immer mit der Berichterstattung tatsächlich hinterher. Was, und die Formulierung, was hat der Tweet... Entschuldigung, was hat der Tweet 73 Minuten danach? Es sind Merkels Tote mit Spekulationen, die in Medien, ob das jetzt gut ist oder nicht, ist eine ganz andere Frage. Wer sich an solchen Kriegen beteiligt, der erhöht die Anschlagsgefahr in Deutschland. Und der islamistische Terrorismus ist nicht vom Himmel gefallen, er ist auch das Produkt von Kriegen und Kriegspolitik, selbstverständlich. Und daher die Mitschuld. Unter anderem. Also es gibt noch eine Reihe weiterer Faktoren, aber das ist ein ganz wichtiger Faktor. Und natürlich auch die Kooperation mit Regimen wie Saudi-Arabien oder Türkei, die solche Gruppen ja massiv stärken. Auch das ist Merkels Politik. Frau Petri, es gibt bei Hardaberfair keine Sippenhaft. Trotzdem kann ich Ihnen diese Frage nicht ersparen. Finden Sie den Tweet, den wir eben gezeigt haben, des NRW-Landesvorsitzenden Markus Brezel heute noch angemessen, ein paar Minuten nach dem Anschlag zu twittern, es sind Merkels Tote? Naja, wenn Sie sagen, ein paar Minuten nach dem Anschlag, dann stimmt das nicht ganz, weil tatsächlich der durchaus einige Zeit nachdem erschien und man in ausländischen Medien... Exakt, ich gucke nochmal nach, 72 Minuten, ich muss nochmal nachgucken. Ja, genau, es war über eine Stunde, 73 es war über eine Stunde also danach. Gut überlegt. Es war über eine Stunde danach und zu diesem Zeitpunkt konnte man in ausländischen Medien bei CNN oder auch im polnischen Fernsehen schon längst Fakten lesen, die die deutschen Medien einfach nicht gebracht haben. Das ist sehr bedenklich. Damals hat das ZDF noch, Herr Plasberg, behauptet, es sei wohl der polnische Beifahrer gewesen, von dem man hinterher wusste, dass er ermordet wurde. Also seien wir doch mal ehrlich, die deutschen Medien hingen aus welchem Grund auch immer mit der Berichterstattung tatsächlich hinterher. Was, und die Formulierung, was hat der Tweet... Entschuldigung, was hat der Tweet 73 Minuten danach? Es sind Merkels Tote mit Spekulationen, die in Medien, ob das jetzt gut ist oder nicht, ist eine ganz andere Frage. Nein, es waren keine Spekulationen, das ist der Punkt. Und Sie haben doch gefragt, ob er wenige Minuten danach angemessen war. Darauf habe ich Ihnen geantwortet, dass es nicht um wenige Minuten ging, sondern um einen Ermittlungsstand, um einen Wissensstand zu diesem Zeitpunkt, der aus welchem Grund auch immer im Ausland deutlich besser war als am Ort des Geschehens. Worauf Sie aber eigentlich wollen, das will ich Ihnen gerne beantworten, ob der Duktus zu hart war, das ist ja Ihre eigentliche Frage. Und da sind wir wieder bei der Frage. Darf ich meine Frage noch selbst präzisieren, bevor Sie mich interpretieren? Dass etwas sachlich begründet oder unbegründet ist, darüber kann man streiten. Ich finde es relativ klar. Aber es gibt ja auch noch solche Faktoren wie Takt, wie Menschlichkeit, wie Mitgefühl. Zum Beispiel hatten die Angehörigen der Opfer noch gar keine Informationen. Die wussten vielleicht nur, da sind mein Bruder, meine Schwester auf dem Weihnachtsmarkt gewesen. Und dann rast ein Tweet durchs Internet, der von Merkels Toten spricht. Muss man da nicht sagen, da fehlt es an Takt, an Menschlichkeit, an Mitgefühl?
Na, ich glaube, gerade die AfD hat in den Tagen danach gezeigt, dass wir im Gegensatz zur Bundesregierung sehr viel Mitgefühl für die Opfer gehabt haben. Wenn wir sehen, wie lange es gedauert hat, bis überhaupt die Bundesregierung sich dazu herabgelassen hat, sich auch mit den Opfern zu beschäftigen. Also ich glaube, Herr Plasberg, da, mir wird hier zu viel über AfD und Linkspartei und zu wenig.